So Leute, das ist ein Video für alle Leute, die zu viel Zeit im Leben haben. Das sind Top 10 Browser Games, meine persönliche Top-Liste auf jeden Fall. Und ja, ich würde mal sagen, los geht's. Ich habe ungefähr vor einem halben Jahr mal ein Video gemacht, die Top 10 Browser Games. Und ich habe mal gesehen, tatsächlich hat das eigentlich relativ viele Leute interessiert. Und ich finde es eigentlich auch irgendwie eine schöne Geschichte. Klar, Browser Games sind meistens nicht hochqualitativ, rauben sehr viel Zeit, aber haben zwei Aspekte. Einerseits sind die Dinger komplett kostenlos, zweitens, man muss sie nicht installieren und drittens, ein dritter Aspekt, man kann sie auch super easy mit seinen Freunden spielen. Ich habe eine Auflistung gemacht auf Platz 10, das, was ich am wenigsten gut finde, auf Platz 1, was ich am besten finde. Es ist komplett subjektiv, also ich habe einfach mal so ein bisschen geschaut, versucht, so eine Reihenfolge reinzubringen. Ob das jetzt wirklich eine super faire Reihenfolge ist, keine Ahnung. Außerdem war mir sehr, sehr wichtig, dass die Spiele wirklich flüssig laufen. Weil viele Browser-Games, die zum Beispiel irgendwie so ein GTA abklatscht, sind zum Beispiel, da gibt es so ein Game, was eigentlich ziemlich cool ist, läuft für mich nicht flüssig genug, als dass ich es irgendwie in diese Liste gepackt habe. Meistens sind das sehr rudimentäre Spiele, die aber so einen gewissen Suchtfaktor haben. Eine letzte Sache, bevor wir in die Liste reingehen. Das ist, wie gesagt, der zweite Teil. Wir haben schon eine andere Liste mit 10 weiteren Browser-Games. Die findet ihr hier im i. Einfach mal draufklicken, wenn ihr hier nichts gefunden habt, ist da mit Sicherheit was dabei. Bevor wir losstarten, Adobe Flash Player, der wird Ende des Jahres abgestellt. Das bedeutet, dass alle Flash-basierten Browser-Games ab diesem Zeitpunkt nicht mehr richtig funktionieren. Manche versuchen quasi da ein bisschen zu tricksen, aber größtenteils werden die ganzen Flash-Games ja wahrscheinlich aus dem Internet verschwinden. Darum sind die meisten hier .io-Games, die könnt ihr auf jeden Fall auch 2021 ohne Probleme weiterzocken. So, und starten wir mit Platz 10, Lost World IO. Ein Spiel in Top-Down-Comic-Grafik, super rudimentär. Dafür läuft das Ganze absolut flüssig. Es handelt sich um ein Survival-Game. Das heißt, ihr startet am Anfang mit ein paar Fähigkeiten, müsst Ressourcen sammeln und aufpassen, dass euch eure Gegner bzw. wilde Tiere nicht umbringen. Umso mehr Ressourcen ihr sammelt, umso mehr Fähigkeiten und Sachen, die ihr bauen könnt, Crafting-Gegenstände bekommt ihr. Und ja, euer Ziel ist es quasi, so weit zu kommen, wie es geht. Platz Nummer 9, Wings.io. Ist ein schnelles Actionspiel. Ihr seid ein Flugzeug, müsst einfach durch die Gegend fliegen, Power-Up sammeln, eure Gegner töten. Was hier ganz cool ist, ihr könnt zum Beispiel einfach links oben einfach einen Link erzeugen, das euren Freunden schicken, dann könnt ihr zusammen dann loslegen. Ist wirklich ein super kurzweiliges Ding. Nichts Großartiges, funktioniert aber auch einfach direkt, man kommt direkt rein, man versteht das Spielprinzip und selbst wenn man nur irgendwie 10 Minuten, 15 Minuten Zeit hat, hat man da auf jeden Fall eine schöne Zeit und gut was überbrückt. Platz Nummer 8 ist das einzige Spiel, was ich hier nenne, was auch auf Flash läuft, weil es aber auch einfach so geil ist. Das Spiel nennt sich Super Smash Flash 2 und wie man es sich vielleicht denken könnte, es ist ein Smash Brothers Klon, aber auch mit neuen Charakteren, wie zum Beispiel Ruffy aus One Piece und auch anderen Charakteren, die man so kennt, Son Goku ist zum Beispiel auch mit dabei, funktioniert wirklich wie Smash Brothers, hat auch wirklich so genau dasselbe Layout. Ihr habt die Möglichkeit, das online zu spielen, das alleine zu spielen. Es gibt verschiedene Modis. Es ist wirklich echt gut gemacht. Es gibt sogar eine Kickstarter-Kampagne dazu. Es gibt eine große Fanbase und ich denke mal, wenn der Flash-Player weg ist, wird es auf jeden Fall auch weiterhin eine Möglichkeit geben, das Spiel zu spielen. Auf jeden Fall mal abchecken für Leute, die ja auch Smash Brothers Fans sind, so wie ich. Lohnt sich auf jeden Fall. Platz Nummer 7, Betrayal.io. Das Ganze ist ein Among Us-Klon im Browser. Für die Leute, die nicht wissen, was Among Us ist, letztendlich seid ihr eine Forscher-Crew. Jeder hat irgendwie eine Aufgabe. Das Ziel der meisten auf jeden Fall, die ganzen Aufgaben in so einer Basis zu erfüllen. Einige wenige unter euch sind Imposter bzw. Verräter. Die wollen verhindern, dass ihr diese Aufgaben erfüllt und ihr müsst herausfinden, wer diese Verräter sind, die euch da nach und nach wegschnetzeln. Es gibt schon seit Ewigkeiten ein Kartenspiel, das nennt sich Werwölfe vom Düsterwald. Ist quasi genau das, nur in Computerspielform. Platz Nummer 6, Starblast.io.
Das Ganze ist ein MMO. Ihr spielt ein Minenraumschiff, das durch die Gegend fliegt, so Asteroiden zerstören muss. Diese Asteroiden hinterlassen dann Kristalle, mit denen ihr euer eigenes Schiff aufmotzen könnt und die ihr auch zu eurer Station bringen müsst, um das Spiel gegen zwei andere Teams zu gewinnen. Lustig wird es halt vor allen Dingen, wenn ihr dann die anderen Teams trefft. Die haben natürlich auch Raumschiffe mit Kristallen an Bord. Ihr müsst dann die anderen Raumschiffe zerstören, Kristalle aufsammeln, zu eurer eigenen Basis bringen. Ist auf jeden Fall mega kurzweilig und macht echt ordentlich Spaß. Platz Nummer 5, Rebels Clash. Letztendlich ist das Ganze so ein Fortnite-Klon, ist sehr ähnlich, hat eine sehr schöne Grafik, funktioniert ganz ordentlich. Ich muss auch sagen, ich finde, es läuft nicht flüssig genug dafür, dass es irgendwie weiter oben sein könnte. Außerdem, Fortnite ist auch irgendwie kostenlos und naja, ist ganz nett für Fortnite-Fans, für zwischendurch, mehr auch nicht. Vielleicht jetzt, wenn ich so recht überlege, hätte ich es tatsächlich sogar weiter unten in die Liste gepackt, eher so auf Platz 9, Platz 8. Aber schaut gerne mal rein, wenn ihr Fortnite-Fans seid, dann ist das vielleicht was für euch. Platz Nummer 4, Hyde Online. Das ist auf jeden Fall das originellste Spiel in der Liste. Ich kenne das tatsächlich noch als Counter-Strike-Mod, was ich mal auf einer LAN-Party gespielt habe. Es gibt zwei Teams, die einen müssen sich verstecken, indem sie sich als Gegenstände verkleiden und dann quasi irgendwo im Raum oder auf der Map herumstehen. Das andere Team muss herausfinden, was wirklich ein echter Gegenstand ist und welcher Gegenstand halt nur verkleidet ist, müssen dann diesen verkleideten Gegenstand, also das andere Team quasi, fertig machen und bekommen aber Schaden, wenn sie selber quasi daneben schießen, also einen echten Gegenstand angreifen. Macht mega viel Spaß, ein lustiges Spielprinzip, ist auch super umgesetzt, muss ich sagen. Also ich finde es teilweise sogar besser als die Mod, die ich gespielt habe. Super geil, auch mit Sounds und so, sehr liebevoll gemacht. Auf jeden Fall absolute Spielempfehlung für dieses Ding hier. Gerade mit Freunden natürlich. Platz Nummer 3, Smashcards.io. Das Spiel nimmt quasi das Beste, was Mario Kart so zu bieten hat, nämlich diesen Arena-Modus. Ihr habt vier verschiedene Karten, fahrt halt mit einem Kart durch die Gegend, müsst Power-Ups sammeln. Mit diesen Power-Ups müsst ihr eure Gegner fertig machen, so wie man es halt auch aus Mario Kart kennt. Es läuft mega flüssig, ihr kommt sofort rein. Ich denke mal, die meisten werden das Spielprinzip kennen, könnt das prima mit euren Freunden spielen und es ist quasi einfach das Beste genommen, einfach ein einfaches Spiel reingesetzt und so finde ich, funktionieren Browser-Games eigentlich immer am besten. Platz Nummer 2, Venge.io. Das ist ein Spiel, was sich krass an Overwatch orientiert. Ihr habt nicht 20 Charaktere, sondern nur 3. Jeder Charakter hat aber eigene Fähigkeiten, eigenen Spielstil. Außerdem könnt ihr noch zusätzlich verschiedene Waffen verwenden. Ihr habt verschiedene Maps mit verschiedenen Aufgaben, die sich auch stark an Overwatch orientieren. Was mich hier wirklich richtig überzeugt hat, ist das flüssige Gamespiel. Man hat wirklich null den Eindruck, das online im Browser zu spielen, sondern man kann einfach loslegen. Es läuft einfach richtig smooth. Und macht einfach Bock für Leute, die halt so Rollenspiel angehauchte Shooter mögen, ist das auf jeden Fall richtig geil. Und Platz Nummer 1, Hull.io. Das ist für mich wirklich der absolute Zeitfresser, mega befriedigend. Euer Ziel ist es, als kleines noch anzufangen, kleine Gegenstände aufzusammeln, größer zu werden und dann am Ende zum Beispiel ganze Städte in sich aufzunehmen. Ihr spielt das Ganze mit anderen Spielern. Es gibt zwei Spielmodis. Einmal müsst ihr einfach als Erster besonders groß werden und eine gewisse Punktzahl erreichen. Im anderen Spielmodus, der ein bisschen länger geht, da kämpft ihr quasi gegen alle anderen Löcher und müsst halt diese anderen Löcher in euch aufnehmen, also besiegen und dann quasi Last Man Standing. Ist wirklich einfach mega geil, mega befriedigend, super Zeitfresser und meine Top-Empfehlung an euch. Ja, Freunde, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, dann hinterlasst uns gerne einen Daumen, abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und vor allen Dingen, wenn ihr eigene Spieler habt, die ihr nicht in dieser Liste und auch nicht in einer anderen Liste gesehen habt oder die ihr mega geil findet, schreibt es gerne in die Kommentare mit rein. Wenn das Ganze gut ankommt, dann bringen wir gerne nochmal so ein Video. Ich persönlich finde das immer ganz unterhaltsam. Und ich würde mal sagen, hier haben wir eine wunderbare Playlist. Checkt die gerne mal aus. Das sind immer die aktuellsten, besten Videos, die wir da haben.
wenn ihr neu seid auf dem Kanal, habt ihr auf jeden Fall da den besten Eindruck, was so, was hier so stattfindet. Und ich würde mal sagen, macht's gut, wir sehen uns und ciao.